Das sind wir auch schon wieder zurück bei Shellshock Live im Deathmatch mit einem mal zwei. Ich weiß allerdings nicht. Moment. Okay, EQ. Hat sich somit erledigt. Muss doch eigentlich treffen, oder? Jetzt mal so ganz random. Oh. Bitte nicht auf Lenox, das wäre absolut scheiße. Jawohl. Jawohl. Ich will nur 200 Pfeil, wurde schon getroffen. Ich sag, bei vier Leuten ist die Chance nicht mal so gering, dass du da triffst. Es ist nicht so gering, dass du da triffst, weil alle vier schön im gleichen Abstand stehen. Natürlich hätte es ja genau zwischen da hätte es ein schlimmer gemacht. Aber ich sehe das als Erfolg. Sieht's da mal so. So. Weiter geht's. Schneeball da runter bauen zu lassen. Scavenger. Da so runter. Probieren. Muss gut sein. Kann auch sein, dass es voll daneben geht. Ich will wieder 200 HP nicht wie am. Jawohl. Nicht wie am Ende der letzten Folge. 100 HP, wir spielen 200, wieder 136 machbar, ganz gut. Das war ein scheiß knapper Bouncy Ball, Super Ball, ich weiß gar nicht, was es war. Der ist weg, der dürfte mich aber nicht treffen. Zwei Leute gekillt schon von vier. Also 100% Killquote bisher meinerseits. Gib mir einfach die scheiß Box und ich werde zufrieden. Nein! Das kann nicht wahr sein, ey. Der muss ja mit 100 durchballern. Ich kann mal, pass mal auf. Jetzt haben wir die Trickshots raus, ey. Gehen wir auf Big Pen. Wie gesagt, ich hatte ja so einen Jobber. Natürlich kannst du auch zwei miteinander haben, aber ich spiele oft genug noch 1 gegen 1 da. Oh, das war voll knapp, ey. Das war voll arschknapp. Das hat nicht viel gefehlt für einen Kill, ne? Weil jetzt 50 auf jeden Fall gemacht. Jo. Aber ich was auf Spray, ich habe Diamond Blade bei 14 Wind. Die ist ja eigentlich ganz gut. Phoenix hatte ja vorhin auch nichts. Also wird er jetzt wahrscheinlich auch nichts haben. Ich muss aber eigentlich Redman treffen und das ist nicht gut. Lass mir bitte die Gears. Ja, geht halt nicht, Master, ne? Ich, sonst krieg ich das mal 2 nicht. Ich muss irgendwas schießen. Ich muss irgendwas schießen. Ein dritter Kill. So, Redman. Killquote 75%. 65. Excavation, wir haben 86 Wind. Jetzt wird's spannend. Bouquet. Wenn ich jetzt den vierten Kill auch noch mache, dann war es die geilste Runde irgendwie, seitdem ich Erfolge hochgeladen habe. Mal ohne Scheiß. Das kommt nicht an, das ist. Oh ja. Ja! 4 von 4 Kills, 100%ige Killquote. Wir haben 70 XP. 100%ige Killquote. Aber schon Folgendittel. Erstes Spiel, erste Runde. Perfekt, perfekt. Besser kannst du Runde gar nicht spielen. Mit nicht mal, mit keinem Nuke, mit keinem Laserbeam. Gut, wir haben Scavenger mit einem sehr geilen Shooting Star. Aber besser kannst du, glaube ich, eine Runde fast nicht machen. Mit solchen Müll-Items, die ich da hatte. Sorry für die Gears nochmal, Phoenix. Ich wollte jetzt mal zwei mitnehmen, weil du sie mitgenommen hast. Du wirst ja noch öfter Gear-Ding bekommen. Gerade wenn es 1 gegen 1 spielt, ist die Chance nicht so gering. Sunflower 11 win, Phoenix Randy, sehe ich da schon wieder. Aber wieder nichts Gutes. Wenn der Flattener steht, ich würde es sofort benutzen, auch wenn es nur 20 macht. Das ist mir da echt mal scheißegal, was das. Ob das Team dann da ist, kann man alles sehr gut lesen. Schwarzes. Ja, da musst du halt mal Ender drücken. Ich bin gespannt, was jetzt zwei Superbälle oder Bouncy-Bälle machen. Wo sind überhaupt meine? Ja, die kann Phoenix genau treffen. Ich sehe überhaupt nichts, weil deine Spy, das ist wie das Thumbnail vom. Also meine Ding trifft auf jeden Fall ganz gut. 112. Danke, 94 Gangnam. Sind wir bei 160? Windig, wenn. Wo muss ich denn hinschießen, dass ich Randy treffe? Da rein, ne? Deswegen schieße ich das Ding im Team Deathmatch, schieße es nicht.
Im Team Deathmatch schieße ich sowas prinzipiell nicht, weil ich mein Glück in dem Spiel ja kenne. Bleibt doch nicht dahin. Obwohl, es könnte bei mir trotzdem eher easy gehen. Ja, wieder, guck, wieder 43 selber fast Redman gedrückt. Wird etwas zweimal hintereinander Self-Damage gemacht. Ich habe natürlich einen sehr geilen Schuss hingelegt. Hat mir so ganz gut gefallen. 62 hat Randy noch. Ich habe zwei Kamikaze. Bin hinter mich. Ja. Dass wir uns da einig sind. Warum denn immer ich noch einen Versuch? Wollt ihr mich verarschen? Mir hat Gangnam getroffen und nicht du? Also manchmal raff ich euch echt nicht. Also passiert halt sowas, ne? Das ist doch absolut irrelevant. Fast Kill Nummer 1. Weil ich sehe lieber. Ich check überhaupt nichts mehr da oben. Wenigstens trifft mich der Bouncyball nicht. Das ist absolutes Pech, wenn er mich treffen würde. Ich bleib mal da. Guck mal, man zieht mich. Ich hab die Sicherheitszone zu Ende, ey. Wo ist die Sicherheitszone? Ich check das nicht, wo ist die Sicherheitszone durch? Jungs, ich muss mal winkeln, wir schießen nochmal auf, ich sehe überhaupt nichts, wir schießen mal auf 20 und kaufen zu betreffen Big. Oh, oh, ich wollte mich verarschen. Ey, guck mal, wir treffen 2x30 Crit, ich sehe überhaupt nichts. 94 gegen, wir können gleich nochmal machen den gleichen Schuss. Ne, wir machen mal nicht, wir machen. Ich muss nochmal auf David gehen, ich treffe sonst nicht. Man kann aus der Map bauen, das haben wir schon mal bewiesen. Also Gangnam und ich, ne, eigentlich müssten wir das locker reisen, bloß wir stellen uns dafür gerade ein wenig an. Weil mich trifft da oben halt auch fast keiner, das ist das Lustige. Lol. Das ist lustiger dran, mich trifft da oben halt auch keiner, weil du in dem Winkel eigentlich nie schießt. Wir müssen mal David killen, ne, das riecht mich schon wieder auf da unten. So, mit was denn eigentlich? Ich bin jetzt alleine, das ist jetzt eine ganz ungünstige Situation hier auf dem Schlachtfeld. Ich sehe wenigstens, wo ich schieße. Ach komm, ach komm. Ich bin runtergebaut, dankeschön. Oh, Kiste, ich darf sie sowieso nicht. Ja, deswegen spiele ich immer hauptsächlich 1 gegen 1. Wo die Chance da ist, dass ich die Kiste wirklich bekomme. Achtzig. Water Trio Shredder. Der Shredder ist aber nicht gut. Wer der Rungreim hat vorne mal 100er Grit gemacht. Ja, das war auch schon wieder ewig, ja. Letzte Folge war das. Nee, das habt ihr gar nicht gesehen. Wenn ich noch einen Kill komme. 61 kann nicht wahr sein jetzt da. Kann Border Trio machen, wenn alle auf einmal aufgehen. Dann macht's das auf jeden Fall. Jawohl, der geht schon mal direkt auf Deck. Jawohl. Haben wir schon erreicht. Zwei Kills gemacht. Haben wir erreicht. Alles safe. Alles safe in diese Runde. In diese Runde. Komm, unter 62 geht halt noch. Bei der nächsten Folge vermutlich 170, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange die geht, weil ich nicht weiß, wann ich angefangen habe. Ich müsste bei 37 angefangen haben, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass einer mit Glück reingejoint. Ich ändere ja nie den Titel. Jetzt, wo wir einen Beam bräuchten, haben wir nicht, haben wir einen scheiß Gegenwind. Beste wäre jetzt hier tatsächlich für unseren... Warum fährst denn du zu mir jetzt mal ohne Scheiß? Wie viel Müll kann man eigentlich in dem Spiel bauen? Wie viel Müll, ja, jetzt, wie viel Müll kann man in dem Spiel bauen? Schau mal auf den Wind, schau mal auf den Berg vor uns. War sein, Alter. Ohne Scheiß. Ich guck meine an. Gut, was trotzdem nicht. 90 Damage. Deutlich mehr. Kotzt mich schon wieder an jetzt da. Deswegen soll ich mir kein Team spielen, sondern ich fahr jetzt zurück. Ich bleib da stehen. Fahr vor. Danke. Feuerwerk minus 93, Wind.
Cosmic Rift würde auf die beiden auf Gang nehmen, wäre halt geil. Muss auch erstmal da reinfliegen, das ist das Problem. Ich glaube, das geht voll auf den Bumper. Nein, geht es nicht. Das war eine Punktlandung. Ja. 140 mit dem Cosmic Rift. Ihr könnt, jetzt ist es bewiesen, im 100 HP. Oder habe ich Gangnam ein bisschen mitgenommen? Das weiß ich nicht. Wenn ich Gangnam nicht mitgenommen habe, habe ich genau 140 gemacht für einen Kill. Und ihr könnt im 100 HP Full Armor First Round Kill machen. Express, dass wir noch ein bisschen was treffen. Schnauze da üben. Auf Spitze. Danke, Mama. Na gut, ich gehe erstmal drauf. Na, gibt dann Cut für euch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind in der vielleicht letzten Runde. Jetzt könnt's, na, jetzt nimmer die letzte sein. Wir haben ja 1 HP. 35 und 78 könnte man aber nicht mit dem Rainbow zusammen schaffen mit dem mal 2. Das könnte der Portalshot werden, obwohl der einen ganz guten Wind. Wenn er nicht da ins Portal schießt, dann war es GG. Sag ich doch. Ich sehe das allein schon vom Winkel her, dass man da durchs Portal schießt. Ich habe das gesehen. Ja, gut, 455 Stunden. Irgendwann erkennst du das. Jetzt müsste aber eins werden. So, schauen wir mal, Der Rainbow hat, glaube ich, getroffen. Ja, 64. Ist das eine Superkotze? Ey, wie du verschießt die. Ja, danke. Das wäre 220er Grid gewesen. Das wäre ein 220er Grid gewesen. 55 mit dem Grid, der 64 war, wäre sowieso 110 gewesen. Also man konnte nicht mehr Damage machen. Und mit dem Buff 220. Das wäre geil. Ich will nicht, ob man nicht doch nur 100 HP spielen, weil... Ihr wisst ja, was abgeht. Jetzt gucken wir mal, ob wir Zeit haben. 10k noch. Ich richte. Also mal ohne Scheiß, ne? Ich nehme jetzt, nehm jetzt das Spiel am Stück auf, ne? Ihr verpasst ja nichts. Nix. Lotterie haben wir zweimal bekommen, war ganz gut und so, ne? Ey, aber die anderen Items? Was wurde da gerade noch geschrieben? Ich nehme so lange auf und dann gehe ich aus der Lobby raus, drehe im Glücksrad und lief das Spiel. Weil danach spielen wir RSS. Das ist vor der Aufnahme. Also nur 100 AP, ne? Obwohl, oder? Haben wir Doppelkill. Wenn wir jetzt 23 XP müssen wir dastehen haben. Dann haben wir es einen gekillt. 17. Okay, ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich check's selber nicht. 3D wird von dem Bumper beeinflusst, heißt, das können wir nicht benutzen. Hätten aber noch. Noch einen im Sniper. Gucken wir zuerst trifft. Oder killt. Oder nicht trifft. Oder killt. Ich probiere es einfach so. Jo, passt. Nur kurz immer bei Nuke-Punkte abgesnackt. Easy Game. Ja, meinst du, ich hatte konnte mal safe killen. Ich habe wenigstens hier noch 10 XP abgesnackt. Das waren jetzt hier gerade mal 7 XP. Habe ich mehr geholt. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall noch gar an. Wir hätten jetzt noch, glaube ich, jetzt entweder 3D geschossen oder Dead Rise, also meistens immer safe oder Diamond Blade. Meistens die safe Items halt. Ihr werdet vermutlich nächste Folge und übernächste, Samstag, Sonntag, 1 gegen 1 sehen, weil ich wieder ein bisschen. Ja, Waffenlevel, ich habe gesagt, wir haben ewig Zeit, ne? Bloß mich kotzt es an, dass ich 30 Runden spiele und nichts von beiden bekomme. Vielleicht da mal Lotterie, wir hatten jetzt 180 Crit, okay, ich beschwere mich nicht, aber. Ich muss auch nicht jede Runde bekommen, aber von 20 Runden einmal eins von beiden. Nee. Ich glaube, ihr kriegt eine Art von Funnel oder Flattener deutlich seltener wie ein Chopper. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo im Netz Wahrscheinlichkeiten zu gibt. Wie oft man das bekommen könnte, aus wie viel Kisten. Also eine von 100, eine von 1000, eine von 10. Würde mich mal interessieren. Ich habe das Gefühl, dass du so... Oh, das war schön. Dass du so... Waffen wie... Was kriege ich immer so häufig? Ich glaube, das ist ein Supply Drop. Wo dann... Ein EMP kriegst du, glaube ich, in einer von 7 so ungefähr. Weil die, ich habe von denen, ich benutze sie ja nie, 37 und von Shield habe ich 36.
Also, ne. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er jetzt draufgegangen wäre. Phoenix und da wäre Jobber drin gestanden. Das ist nämlich immer mein Problem, deswegen spiele ich immer One-on-One im Single Shot, weil da weißt du, wenn ich durch die Kiste schieße und der Gegner hat immer so viel Leben, dass du dann vielleicht auch nicht gleich triffst. Bei mir war das ja so beim Jobber. 74 hatte er ja noch, gut, ich habe es im Endeffekt verkackt. Ja, wenn man es noch 10 gehabt hätte, gut, du weißt nie, wann die Kiste kommt. Du weißt ja nie, wann die Kiste kommt. Kannst also einer peer und in der Kiste der Chopper. Okay, dann. Aber du nimmst halt dann diese 2 XP in der Summe mit. Was willst du machen? Wir haben sogar Meister Damage bei uns im Team gehabt. Sagt der Balgen, der wird schon wieder. Wenn der jetzt keiner nachschaut, machen wir zu 6, weil das wollte ich eh mal machen. Ich wollte einen Rebound euch machen. Als Absicht. Ich will wissen, wie es bei Fortress ausschaut. 1,9 für noch 1000, aber Fortress ist vom Radius, habt ihr gesehen in der Folge, macht 40 Damage, hat einen recht großen Radius. Das ist dann wieder ganz entspannt. Mega Jackpot. Ja, guck mal, wir kriegen halt nur den Jackpot. Sollen wir dann probieren? Wir haben bloß 100 HP, wir müssen es probieren. Wenn er merkt, ich beantworte der Frage nicht, weil ich zum Beispiel selber das nicht weiß, dann müsst ihr auch nicht tausendmal fragen. Danke, bitte, Ende. Keine Ahnung, wo der hingeht, ne, aber. Hallo, Gangland. Okay. Der wäre genau auf Gangnam, ne? Der wäre genau auf Gangnam, wenn die Bande weg wäre. Musst probieren. Musst du probieren? Sonst hast du eine Chance verkackt. Eigentlich ein Train. Wenn man Train nehmen, da kommt der Substriper, dann mache ich mit beim Train direkt fertig. Wenn er denn trifft. Substriper könnte. Boah, ich glaube, die trifft aber nicht. Die fliegt aber nach unten und dann, bis die ein wenig nach rumdreht. Bis sie dann ein bisschen rumdreht, dauert ewig. Okay, 1 gegen. Ne, 2 gegen 3. Wir haben noch Helianos. Ich sehe die Helianos schon bloß bei dem Wind. Bringt mir die nix. Guck mal, wie er auf mich zielt. Guck mal, wie er auf mich zielt, statt auf ihn. Müssen wir eigentlich verarschen? Wird der Static Link eigentlich weitergleitet auf die Distanz? Ja, wenn ich doch den Kill mache. Oh oh. Ah, die AK doch mal mit. Wie viel Damage waren es? Ich sehe es durchs GG nicht. 8 und irgendwas. Was willst du denn jetzt schießen? Ist ja bloß scheiße hier. Dead White, geil. Jo, als ob, Alter. Als ob. Von 58 Wind. Und was hat er geschaut? Und zwar ein Haus hoch. Gut, es ist eh gleich rum. Ich glaube, ich nehm über eine Stunde auf. Tatsächlich. Für 2 Folgen. Ein Spiel machen wir noch, dann war's das. Dann war es das so rum. Lock mal lieber ein. Das geht aber besser. Danke. Eins noch. Gut, ich schneide recht viel. Ich weiß nicht, wie es am Ende rausläuft. Habe am Sonntag irgendwas zu tun. Zu Rebound machen wir vielleicht am Freitag nichts. Freitag, Samstag. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier nochmal 100 HP. Da wollte ja doch ein wenig das Spiel, ne? Wenn jeder auf einen gehen würde und nicht irgendwie 3 auf einen. Danke. Dann ja, das Ganze ein bisschen ausgeglichen, ne? Ey, Alter, willst du mich echt verarschen? Wie hoch sind die Chance, dass man eigentlich, wenn man das Item schon hatte, den scheiß Verlädener bekommt? Wir haben eigentlich nur Müll. Alter, haben wir Müll. Wir müssten da rein die Multistar treffen.
Schockschild Rio bringt nichts, halt mal fest. Oh Gott. Das wird ein geiler Beam. Jawohl. Hopp, komm runter. Runter. Danke. Danke. Kill gemacht. Das war der Plan. Das war der Plan. Was anderes wollte ich noch gar nicht. Weil ich gerade gar nicht weiß, was ich überhaupt schießen soll. Wenn ich... Das wird nicht weitergleitet, ne? Nee. Hm, probier mal's, komm. Sorry fürs Run. Was? Okay, war jetzt nicht scheiße. 44 ist immer ein wenig Damage. Aber was? Habe ich da drauf gedrückt? Ich weiß es immer nie. Wir hatten auch gerade kein 91 Wind. Das wollte ich eigentlich vorher nochmal schießen. Ach komm, scheiß drauf. Oh, viel zu weit. Jawohl. Alter. Das war... Probier's. Voller Wucht durchballern. Frage ist mit was? Moons. Wenn ihr trifft, dann. Wenn ihr drauf geht oder er drauf geht, versuch was wert. Wenn er jetzt Blunder was steht. Okay, was willst du machen? Jetpack Ghost. Mal gucken, weniger Jetpack. Die Items sind ja auch nicht schlecht. Die Items sind ja auch nicht schlecht. Jetpack brauche ich natürlich immer. Gut, wir haben wieder 21 mittlerweile, aber besser als nix, sag ich da mal. Wie kann er, ich frage mich, wie ein 100 HP Spiel über 5 Runden gehen kann. Ich check das immer nie. Gut, ich habe es gerade regelrecht hergeschenkt, weil ich halt meine Sachen da... Okay. Jo, ich gehe natürlich wieder drauf. Ja gut, drehen wir noch ein Glücksrad zum Schluss. Und dann... XP und Waffen müssen wir nicht checken, aber ihr habt da gerade vorhin beides gesehen. Wir haben es nie mehr... Wir haben es nicht mehr bekommen. Dementsprechend lieben wir hier kurz die Lobby. 4075 Gears. Können wir eine neue Waffe im Shop kommen. 16.1. Update für mich, für euch. Müsste es schon gekommen sein, wenn ihr die Folge seht. Wir kriegen 10 Gears. Ich kann es trotzdem mal kurz zeigen. Challenges ist durch 90% der Achievements. Waffenlotterie, sagen wir mal gut 10.000 noch. Fortress, wenn man es dann nochmal bekommen würde zum Upgraden, wäre schon ziemlich geil. Apache wie gesagt bei 1.511, das habe ich leider nicht mehr aufgenommen. Und Blunderbuss bei 4.74. Macht euch nicht so viel Damage, aber gut. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen in der Folge. Bis dahin, haut rein.